Die Geschichte des chinesischen Spionageballons, der über den USA schwebte und seine anschließende Zerstörung durch die USA, hat die Medienberichterstattung in den letzten Tagen beherrscht. Es waren bereits einige Monate voller Spannungen. Unmittelbar vor der Ballonaktion unternahmen die Vereinigten Staaten einen wichtigen Schritt zur Verstärkung ihrer militärischen Präsenz auf dem chinesischen Festland. Die USA und die Philippinen haben sich darauf geeinigt, die amerikanische Militärpräsenz auf den Philippinen zu verstärken und den Bau von 4 weiteren Stützpunkten zu genehmigen. Dies war der jüngste Schritt in einer Reihe von Vorbereitungen, die die Vereinigten Staaten im Hinblick auf einen möglichen Konflikt mit China im asiatisch-pazifischen Raum getroffen haben. Während die Spannungen zwischen den beiden Ländern weiter zunehmen, behaupten Astronomen nun, dass ein chinesischer Satellit grüne Laserstrahlen über Hawaii ausgesandt hat. Könnte es zu einem Konflikt zwischen den beiden Supermächten kommen und welche Auswirkungen hätte dies auf die Welt? Um herauszufinden, wie sich die Lage zwischen den Vereinigten Staaten und China zuspitzt, solltet ihr bis zum Ende dieses Videos dranbleiben. Das Jahr 2022 war wohl das unbeständigste und turbulenteste in der internationalen Politik seit den Revolutionen von 1989. Es war unbeständig wegen Russlands Einmarsch in der Ukraine und des Taiwan-Streits, aber es war auch transformativ in der Art und Weise, wie die USA China als Supermachtrivalen anerkannten. Die Regierung Biden hat in ihrer nationalen Sicherheitsstrategie vom Oktober nicht nur China als die größte Sicherheitsbedrohung bezeichnet, sondern auch kategorisch verkündet, dass die Ära nach dem Kalten Krieg vorbei ist. War die unipolare Machtposition der Vereinigten Staaten das bestimmende Merkmal der Ära nach dem Kalten Krieg, so wird der Wechsel zu einer bipolaren Machtstruktur zwischen den Vereinigten Staaten und China eine neue internationale Ordnung bilden. Letztendlich wird es den einzelnen Staats- und Regierungschefs obliegen, zu entscheiden, ob sie in den Krieg ziehen oder nicht. Um besser zu verstehen, wie das neue bipolare Zeitalter entstehen kann, müssen wir zunächst seine Struktur untersuchen, das Machtgleichgewicht, den Ursprung des neuen Systems und das geografische Umfeld. Die Rivalität zwischen den USA und China ist in vielerlei Hinsicht einzigartig und liefert uns wichtige Informationen über die neue Weltordnung, ihre Stabilität und die Rolle, die die Staatskunst spielen könnte. In Bezug auf das Machtgleichgewicht erinnert die Rivalität zwischen den USA und China an den Kalten Krieg, einen weiteren Antagonismus zwischen zwei Supermächten. Aus diesem Grund bezeichnete der ehemalige Asien-Pazifik-Berater der Obama-Regierung, Evan Medeiros, das Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im November auf Bali, Indonesien, als das erste Gipfeltreffen der Supermächte der Version 2.0 des Kalten Krieges. Dies hat vor allem in Europa Befürchtungen über das Wiederaufleben gegensätzlicher Blöcke geweckt und bei den Entwicklungsländern die Befürchtung geweckt, zwischen die Fronten zu geraten. Die sich abzeichnende Bipolarität zwischen den USA und China ist jedoch eine strukturelle Realität, die sich nicht vermeiden lässt. Der Abstand zu den USA hat sich durch die jahrzehntelange wirtschaftliche und militärische Expansion Chinas verringert. Außerdem gilt ein bipolares Machtgefüge als stabiler als ein multipolares. Daher sollten Politiker wie der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich für eine multipolare Ordnung einsetzt, vorsichtig sein, was sie sich wünschen. Trotz des Wettrüstens und schwieriger Zwischenfälle war der amerikanisch-sowjetische Wettbewerb durch ein hohes Maß an Stabilität und das Fehlen direkter bewaffneter Konflikte zwischen den beiden Supermächten gekennzeichnet. Deshalb wurde die Ära des Kalten Krieges laut dem Historiker John Lewis Gaddis auch als langer Frieden bezeichnet. Doch nicht alle bipolaren Systeme sind gleich stabil. Es gibt zwingende Gründe für die Annahme, dass die bipolare Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China die neue Ära weniger stabil machen wird als die des Kalten Krieges. Und in dem Maße, in dem sich die strukturelle Stabilität verschlechtert, wächst die Notwendigkeit von Staatskunst und Leitplanken zur Kontrolle des Systems. Doch zurück zu den jüngsten Ereignissen. Wie könnte dies die Beziehungen zwischen den beiden Supermächten verschlechtern? Astronomen haben herausgefunden, dass ein chinesischer Satellit grüne Laserstrahlen über den Bundesstaat Hawaii ausgesendet hat. Und das zu einer Zeit, in der die Spannungen zwischen Peking und Washington hoch sind. Nachdem in den letzten Tagen mehrere ausländische Objekte, darunter ein chinesischer Überwachungsballon, über den USA abgeschossen wurden. Am 28. Januar haben Wissenschaftler des Nationalen Astronomischen Observatoriums von Japan, NAOJ, die mysteriösen Lichtstrahlen mit ihrer Subaru Asahi Star Camera auf dem Mauna Kea auf Video aufgenommen. Die Aufnahmen des Ereignisses zeigen grünes Laserlicht, das über den düsteren Himmel über Mauna Kea, Hawaii schießt. Nach Angaben der Weltraumbehörde ging man damals davon aus, dass die Lichter von einem NASA-Satelliten zur Fernerkundung von Höhenmetern stammen. Am 6. Februar revidierte das NAOJ jedoch seinen Standpunkt und erklärte, die Lichter stammten wahrscheinlich vom chinesischen Satelliten Daqi-1/AEMS. NASA-Experten simulierten den Kurs von Satelliten mit vergleichbaren Instrumenten und stellten fest, dass es sich tatsächlich um den chinesischen Satelliten handelte. Zwei Analysten, die mit dem Nachrichtensender Kron sprachen, erklärten, dass der Satellit nicht dazu benutzt wurde,
wurde, die USA auszuspionieren, da es sich um einen Satelliten handele, der den Regierungen in aller Welt bekannt sei. Der Zweck der grünen Laserstrahlen bleibt jedoch ein Rätsel. Laut Roy Gall vom Institut für Astronomie der Universität von Hawaii dient er wahrscheinlich der Messung von Umweltschadstoffen. Er hat viele verschiedene Instrumente an Bord, eine Art topografische Kartierung oder sie werden auch zur Messung von Dingen in der Erdatmosphäre verwendet. Und ich denke, das ist es, was es ist, ein Satellit zur Umweltmessung, sagte er. Der ehemalige Stabschef der Marinestreitkräfte im Pazifik, Ray Leroux, bezweifelt diese Theorie und fragt sich, warum die Chinesen, die wahrscheinlich zu den größten Umweltverschmutzern der Welt gehören, auf dieser Seite des Pazifiks Daten über Schadstoffe sammeln. Was auch immer das Ziel sein mag, der Vorfall fällt in eine Zeit, in der die Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten zunehmen, seit Anfang des Monats ein chinesischer Überwachungsballon über Montana entdeckt wurde. Dieser Ballon wurde am 4. Februar vor der Küste von South Carolina abgeschossen und wird derzeit zur Analyse durch das Pentagon aus dem Atlantik geborgen. China behauptet, dass es sich bei dem Ballon um einen Wetterballon handelte, der vom Kurs abgekommen ist und nicht der Überwachung diente. Am darauffolgenden Wochenende wurden 3 weitere nicht identifizierte Flugobjekte im US-amerikanischen und kanadischen Luftraum gesichtet und über Alaska, Kanada und im Huronsee in Michigan abgeschossen. Kanadische und US-amerikanische Flugzeuge wurden zusammengezogen und eine US-amerikanische F-22 schoss erfolgreich auf das Objekt, erklärte der kanadische Premierminister Justin Trudeau. Das Pentagon behauptet, es könne den Verwendungszweck des Objekts nicht bestimmen. Nach Angaben des Sprechers des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby war das Objekt etwa so groß wie ein Auto und damit deutlich kleiner als der erste Spionageballon, der etwa die Größe von 3 Bussen hatte. Die 3 am Wochenende abgestürzten Objekte wurden bisher nicht mit China in Verbindung gebracht. Später erklärte General Glenn von Herk vom nordamerikanischen Luft- und Raumfahrtverteidigungskommando NORAD und dem Nordkommando, dass die Verteidigungsbeamten versuchen, die jüngsten Objekte zu identifizieren und derzeit nichts ausschließen, auch keine UFOs. Wir nennen sie nicht umsonst Objekte und nicht Ballons, sagte er. Wenn diese Objekte jedoch chinesischen Ursprungs sind und China jetzt Laserstrahlen als Warnung aussendet, was würde dann passieren, wenn ein Krieg zwischen den beiden Nationen ausbräche? Nun, das wäre nicht nur für diese beiden Länder verheerend, sondern für die ganze Welt. Die Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China ist durch eine instabile Dynamik des Machtwechsels gekennzeichnet. Wenn eine aufstrebende Macht versucht, einen untergehenden Hegemon zu verdrängen, besteht ein ernsthaftes Risiko eines großen Krieges. Man denke nur an das aufstrebende Deutsche Reich, das in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg seinen Platz suchte. Während des Kalten Krieges gab es diese Beziehung nicht. Sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Sowjetunion gingen als Supermächte aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs hervor und waren von Anfang an militärische Rivalen. Die heutige Situation ist anders, denn China holt langsam zu den USA auf. Darüber hinaus ist Chinas Potenzial als Supermacht größer als das der Sowjetunion jemals war. Da Chinas Militär derzeit noch unterlegen ist, gibt es außerdem weniger Spielraum für staatsmännische Verhandlungen über Rüstungskontrollabkommen. China ist nicht bereit, seine militärische Expansion zu begrenzen, was seinen unterlegenen Status zementieren würde. Während das Budget der Volksbefreiungsarmee ständig erhöht wird, bleibt die PLA, die alle Streitkräfte umfasst, weitgehend unerprobt. Dennoch sollte Washington bestrebt sein, die PLA unerprobt zu halten. Ein Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China wäre eine Katastrophe, die vermieden werden muss. Um eine liberale Gesellschaft zu erreichen und zu erhalten, ist Aufrüstung manchmal notwendig. Andererseits ist der Krieg die zerstörerischste menschliche Aktivität, die seit langem liberale Länder untergräbt und schließlich zerstört. Beide Weltkriege haben autoritäre und totalitäre Kräfte entfesselt und in der ganzen Welt verbreitet. Jüngsten Behauptungen zufolge verfügt China möglicherweise bereits über mehr Atomsprengköpfe auf seinen Interkontinentalraketen als die Vereinigten Staaten. Im Hinblick auf das gesamte Nuklearinventar, einschließlich der Sprengköpfe auf ballistischen Interkontinentalraketen, U-Boot-gestützten ballistischen Raketen und strategischen Bombern sowie der ruhenden nuklearen Sprengköpfe, ist Chinas Nuklearsenal im Vergleich zu den USA jedoch nach wie vor minimal. Anders als im Kalten Krieg ist das Hauptschlachtfeld der militärischen Rivalität zwischen den USA und China der Seeverkehr, der grundsätzlich weniger stabil und anfälliger für einen begrenzten Krieg ist. Da sich der Kalte Krieg in erster Linie auf die europäische Landetappe konzentrierte, entwickelte sich die Taktik der schweren Vergeltung, die jeden Versuch, die feste Trennlinie zwischen Europa zu überschreiten, wirksam entmutigte. Der Einsatz militärischer Mittel in asiatischen Gewässern durch die beiden Supermächte dürfte für keinen der beiden Staaten eine existenzielle Bedrohung darstellen oder einen Atomkrieg riskieren. China könnte im Falle einer Invasion Atomwaffen einsetzen, aber die chinesischen Behörden sind weit weniger geneigt, einen totalen Krieg mit den USA zu riskieren.
passieren, wenn eines ihrer Schiffe zerstört wird. Dies erhöht die Aussicht auf einen begrenzten Konflikt in asiatischen Gewässern, wo die Möglichkeiten einer großen Eskalation geringer sind als in Europa. Doch selbst ein bescheidener Seekonflikt zwischen zwei Supermächten könnte katastrophale Auswirkungen auf die regionale Stabilität und die Weltwirtschaft haben. Die seit mehr als drei Jahrzehnten unaufhaltsam voranschreitende Globalisierung sowie die derzeitige starke gegenseitige Abhängigkeit zwischen China und den USA täuschen uns. Sie gaukeln uns vor, dass die Rivalität der Großmächte im 21. Jahrhundert weitgehend stabil und überschaubar ist. Ein dynamischer Machtwechsel, eine an sich weniger stabile Seerivalität, Taiwan als Hotspot, neue Weltraum- und Cybertechnologien und die mit der wirtschaftlichen Interdependenz verbundenen Gefahren deuten jedoch darauf hin, dass die Grundlage der Rivalität zwischen den USA und China anfälliger sein könnte, als wir denken. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr darüber denkt.